Sie werden es nicht glauben, aber in Wien gibt es außer am AKH auch noch andere Krankenhäuser. Zwei Frauen haben sich über so ein Krankenhaus bei mir unterhalten. Die Frau Navratil und die Frau Pospischil. Sagt die Frau Navratil zu Frau Pospischil: Also Frau Pospischil, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Da tut's mir weh, da tut's mir weh, da tut's mir weh und da tut's mir weh. Sagt die Frau Pospischil: Da brauchen Sie aber jekos keine Angst haben. Gehen Sie einfach auf Krankenhaus, weil dort haben Sie für alles einen Spezialisten. Dafür ist der Urologe, dafür ist der Gynäkologe, dafür ist der Gedermatologe. Nur da werden Schwierigkeiten haben, weil die Archäologen sind alle in Ägypten. Herr Sagbohr, gleich die schicksalshafte Frage: Frugade oder Eierlikör? Gott hat dein Geschlot auch in die Haarspielen erst noch wieder. Versteht aber mein Hüssen selber wie Brot. Wenn du gehst durch die Stadt und kein Schwollen mehr fliegt, wenn der Summer schon längst am Zentralfriedhof liegt und der Riestelmann sagt, meine Zechen sind hin, ja, lieber Freund, dann ist Fasching in Wien. Na, da habe ich mich sehr gut unterhalten. Bundeskanzler Franzl ist gestanden nach der Wahl und es kommt ein Reporter auf. Schaut mir schon ähnlich, ne? Zu dem Wahlgewinn. Ein Wunder, ein Wunder, es ist. Ein Wunder, ein Wunder, es ist ein Wunder geschenkt. Ich habe so eine Frage, was gibt es denn da den Tag? Da haben wir noch 40 Kilo mehr. Einen ganz einen tollen Prinz gibt's, er ist ein Koryphäe. Als Bäcker bockt er Torten, ihr wisst es ja eh. Jetzt hat er eine neue und die schmeckt mir so. Hollere, die Gitti, die Skutillere, du ja! Sehr gut. Ein Wunder, ein Wunder, es ist ein Wunder-Check. Ich hab uns so eine Frage, sowas gibt es allen Tag. Ein Wunder, ein Wunder. Das war nicht ausgemacht, das war spontan. Da hab ich schon was traut. Da lese ich in der Zeitung und das ist nicht normal. Seit 24 Stunden gibt's keinen Mägenskandal. Den Leuten hat's auch gefallen. Bis heute höre ich oft noch Komplimente, dass ich mit das traut hab. Da wir müssen dabei sein. Den Hammer, den ich mir aufgezwickt habe, habe ich noch immer handgetragen. So was Freches aber. War schon freche Chöre, oder? Und bei uns geht's genauso lustig weiter. Mit der Leitung. Da, jetzt wohl singen und wohl spielen. Du, das geht aber jetzt nicht, weil das passt jetzt nicht in unser Programm. Und heute Nachmittag beim Proben hast du so viel gestottert, gell? Karl, und wenn ich dir dafür einen goldenen Preis gebe, geht's nachher auch nicht. Einen goldenen Preis? Für mich? Aber ich hab doch schon alles gekriegt. Also, die goldene Schallplatte, die goldene Kamera. Was kann denn das bloß für ein Preis sein, Hirsi? Erst spülen und singen und dann reden wir über den Preis. Naja, wenn du schon so lästig bist, meinetwegen, spülst halt! Ivan Laurenzi Hiberg, Piololo, in Villach ist gar so schön.
lasst mir kein Dirndl stehen. Jo, la, la, u, di, di, di. Ich schon! So ein Trottel, u, di, di, di. Versprochen. Du hast mir doch einen Preis versprochen. Sag einmal, was ist denn das für ein Preis? Das ist der goldene Publikumspreis. Da, das goldene Pflaster. Queen Mom, how goes it you? Thank you for the after question. Nun, man sagt ja, dass Sie dem Alkohol nicht ganz abhold sind. Wer ein Glas abholt, muss es auch trinken. Haben Sie die 6 Affären in Ihrer Familie nicht betroffen gemacht? Oh, Thomas, was sind schon 6 Affären in 100 Jahren? Sagen Sie... Ist Camilla wirklich so hässlich oder sind das nur die Paparazzi, die so gemeine Fotos von ihr schießen? No, I am not amused, wo Charles umeinander schmust. Also was sagt denn so ein Bayer zur EU? Gute Frage. Jetzt habe ich die wenigstens verstanden, weil manches hätte ich mir zweisprachig gewünscht. Aber das ist ja hierzulande schwer durchzusetzen. Der Kollege hat die EU ja erschöpfend behandelt. Ich möchte noch auf eins hinweisen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr Österreicher. Ich meine, ich habe vorhin nicht verstanden, es kommt von der PISA-Studie, das gebe ich zu. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, was ihr mit der EU macht. Die schmeißen euch irgendwann einmal raus, nehmen euch den Euro und ihr müsst wieder mit Bärentaler zahlen. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, hätte ich es eigentlich schon. Bevor ich es vergieß, lei, lei. Ein Geschicht muss ich Ihnen noch erzählen. Wie der liebe Gott unser schönes Kärntnerland Bayern auch erschaffen hat. Dass ich gedacht habe, schöne Berge, Täler, Seen, Flüsse. Ein bisschen langweilig ist, eine Viecher gehören her und der Mensch gehört her. Und dann hat der liebe Gott einen Esel erschaffen und hat gesagt, du bist ein Esel, du wirst von früh bis spät schwere Lasten tragen, du wirst wenig intelligent sein, du wirst groß fressen und du wirst 50 Jahre leben. Und der Esel gesagt, 50 Jahre so zu leben ist ein bisschen zu viel, bitte gib mir nicht mehr als wie 30 Jahre und das war so. Und dann hat der liebe Gott den Hund erschaffen und hat gesagt, du bist ein Hund. Du sollst über die Güter der Menschen wachen, deren ergebenster Freund du sein wirst. Du sollst das essen, was die anderen übrig lassen und du sollst 30 Jahre leben. Der Hund gesagt, 30 Jahre so zu leben ist ein bisschen zu viel, bitte gib mir nicht mehr als wie 15 Jahre und das war so. Und dann hat der liebe Gott den Affen erschaffen und hat gesagt, du bist ein Affe. Du sollst dich von Baum zu Baum schwingen wie ein Idiot. Du sollst der Clown der Menschheit sein. Und du sollst 20 Jahre leben, hat er oft gesagt, 20 Jahre so zu leben ist ein bisschen zu viel, bitte gib mir nicht mehr als wie 10 Jahre. Und dann hat der liebe Gott den Mann erschaffen.
Und dann hat er gesagt, du bist ein Mann, ein rationales Lebewesen. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst der Herr der Menschheit sein und du wirst 20 Jahre leben. Und der Mann sagt, 20 Jahre, so ein schönes Leben ist ein bisschen zu wenig. Du könntest mir nicht die Jahre vom Esel und vom Hund und vom Offen dazugeben müssen. Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebt. Dass er dann 20 Jahre als Esel von morgens bis abends schwere Lasten trägt. Dann wird er 15 Jahre wie ein Hund leben, Kinder haben, das Haus bewachen und das essen, was die anderen übrig lassen. Und im hohen Alter lebt er 10 Jahre als Affe, verhält sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder. Wo ist denn heute die Party? Die Party ist da. Die Party ist da. Let's go, 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 go. Hey, let's go. Filacco Carnevale. Hey, let's go, Filacco Carnevale, everybody, hey, let's go, Filacco Carnevale, hey, let's go, Filacco Carnevale, hey, let's go. A bisschen lauter, bitte, Filacco Carnevale, oh, hey, let's go, Filacco Carnevale, hey, let's go, Filacco Carnevale. Das ist eine Symphonie, das warst du und was ich. Der Text der ist banal, das ist komplett egal. Ist voll gut, dass keiner sitzt und keiner umschwitzt. Ist voll gut, dass alle stehen, doch kann die Post abgehen. Die Post abgehen, sing it short, hey, hey, sing it long. So wie, sing the Hamlet, la, die Musik song. You are king, we are kong. Sing the Hamlet, la, die Musik song. Sing it short, hey, hey, sing it long. Sing the check, 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 we give a little check. Five, 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 we are sunk on nine. Wir denken nicht am Morgen, Land ist heil. Okay, step, 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 yes, we have to bet. Check, 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 we leave a little check. Five, 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 we are sunk on nine. Wir denken nicht am Morgen, Land ist heil. Für Narmenia haben sie sich wiedergefunden. Hier sind Waterloo und Robinson. Tage, Wochen, Jahre, die vergehen. Auch für uns, da bleibt die Zeit nicht stehen. Doch wir beide sind der Bühne treu. Bis zum Tod und länger noch, lei, lei. Wir sind da mit tollem Schwung, ja, da schon wieder.